Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2011. Wir sind im Road to WrestleMania Modus und wir hatten ja den Titel geklaut. Was ist jetzt los? Wir hatten ja den Titel geklaut von Triple H, den WWE-Titel. Haben ihn jetzt aber wieder zurückgegeben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Haben den Titel jetzt aber wieder zurückgegeben. Denn jetzt haben wir ein Match um den WWE-Titel. Jetzt sind wir der Herausforderer Nummer 1 bei Elimination Chamber. Aber heute ist erstmal noch einmal Raw. Die letzte Raw-Ausgabe vor Elimination Chamber. Aber meine Damen und Herren, 3-on-1 Handicap. Kofi Kingston, Mark Henry und The Animal Batista gegen Y2J Chris Jericho. Naja, aber wir haben es verdient, ehrlich gesagt. Ich meine, immerhin haben wir den WWE-Titel geklaut. Ach, wie blöd, jetzt kam das Intro von Batista gar nicht. Okay, vielleicht ist es auch so ein Match zuerst gegen Kingston, dann gegen Mark Henry, dann gegen Batista. Naja, auch gut. Das ist auch geil. Im letzten Part, gegen Ende des letzten Parts, habe ich noch gesagt, ich hätte mich mal gefreut, wenn Batista mal irgendwo im Road to WrestleMania-Modus vorkäme. Und jetzt kommt er vor, aber naja, so habe ich es mir nicht gewünscht. Nicht in einem 3-on-1-Handicap-Match und er ist in dem Gegnerteam und ich bin der Alleinige. Naja, egal. Boah, das war ja fast ein SOS hier. Schlagen wir hier Kofi Kingston noch mit seinen eigenen Waffen. So, rein mit dir in die Ringecke. Und BAM! Clothesline, Bitches. So, möglichst wenig Schaden bekommen, damit wir gegen Mark Henry und Batista noch gut aussehen. Also, wie wir aussehen, ist egal, aber dass wir gegen die noch einiges an Power haben und nicht schon komplett ja, gearscht sind. Das wäre nämlich scheiße. So, dann leg dich mal hin, jawohl. BAM! Und Signature. Geht er noch? Jawohl. Oh, Konter, scheiße. Scheiß Kingston. Die ganze Zeit nicht gekontert und gerade jetzt, wo ich den Signature machen will, kontert der. Und jetzt hab ich. Und jetzt ist der Signature wieder komplett weg. Aber wirklich komplett. Wir sind jetzt wieder wie am Anfang des Matches. Jetzt müssen wir erstmal wieder alles neu aufbauen. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Naja, egal. Dann machen wir das eben. Dann geben wir ihm mal wieder volle Suppe, volles Pfund aufs Maul hier. Vielleicht gibt er dann sogar schon auf bei der Walls of Jericho, wenn ich die gleich zeigen werde, sobald hier, ja, sobald ich mal den Finisher hab. Noch ein kleiner Jubel zwischendurch, so ein bisschen. Dann geht's flotter mit dem Finisher. Ach, schon wieder den Scheiße, den wollte ich eigentlich nicht machen. Sorry, der ist irgendwie blöd, der Angriff hier. Aber gut. Sonst mit X war wohl nix. Steh auf, wenn du am Boden bist. Und geh wieder zurück auf den Boden mit einem schönen, beziehungsweise einer schönen Powerbomb. Ich hoffe mal, dass wir gleich keine Powerbomb abbekommen vom Animal. So, und jetzt aber Walls of Jericho. Jawohl. Da bin ich mal gespannt, ob Kofi Kingston da nochmal rauskommt. Wir verstärken ihn natürlich direkt. Jawohl. Ja. Volle Suppe. Walls of Jericho. Und er gibt auf. Er gibt auf. Sehr gut. Mark Henry. Servus. Codebreaker. Pin. Eins. Scheiße. Das wäre zu geil gewesen. Das wäre zu geil gewesen. Das wäre richtig witzig gewesen, wenn das geklappt hätte. Aber leider nicht. Aber wir haben immerhin schon mal den Codebreaker verpasst. Also da kann man nichts sagen. Mark Henry jetzt schon mal schön geschwächt. Und danach kommt er dann endlich mal, Batista. Dann sehen wir zwar nicht den Einmarsch, aber immerhin hören wir noch einmal sein Theme. Das wird ja dann gleich kommen, sobald wir Mark Henry hier platt gemacht haben und vom Ring gejagt haben. Bäm! Junge. Oh, ein Triple H Plakat im Hintergrund. Interessant. Oh, da war der Jubel vielleicht nicht so schlau. Oh, doch noch hinbekommen. Da ist nämlich ganz schön schnell mal aufgestanden, der Mark Henry. Aber hat ja noch funktioniert mit dem Jubel. Na, komm. Ich lasse dich nicht mehr aufstehen. Doch, jetzt. Ging auch nicht anders.
Gut, der liegt gar nicht. Normalerweise liegen sie auch immer nach diesem Flying Kick da. Ja, Rotz. Na, ah, shit. Jetzt habe ich gedacht, komm, der kommt jetzt bestimmt mit einem Running Move. Oh, fuck. Mache ich einfach auch einen, aber das hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. So, Suplex gegen den schweren Mark Henry. Not bad, Jericho. Not bad. Ja, was heißt Disgusting Smirk? Ebenen hier, so muss man sein. So muss Chris Jericho einfach sein. Als hier. So, und jetzt kommt Walls of Jericho. So, Kofi Kingston hatte bereits aufgegeben. Mal gucken, ob Mark Henry das auch macht. Oh! Ja, ein bisschen ignorieren wir den noch. So. Ein bisschen muss man den ja ignorieren. Ganz klare Sache. Und Codebreaker! Und das dürfte jetzt aber gewesen sein. The Walls of Jericho, jede Menge Angriffe und zwei Codebreaker. Mark Henry, du bist down. Und jetzt kommt The Animal, Batista. He is back in the ring. Er sollte jetzt auch nur nochmal zurückkommen in die WWE. Das wäre ebenfalls super awesome. Aber so unglaublich wahrscheinlich ist das ja dann auch eher nicht. Leider, leider, aber naja, kann man nicht ändern. So, Batista, jetzt dehnen wir dich mal ein bisschen. Hab gehört, du bist ein bisschen verspannt. Da ist so eine Dehnung immer gut. Und dann sehen wir gleich den dritten Codebreaker für dieses Match. Also hoffentlich. Ah, fuck. Ja, Rotz, schon wieder nicht gekontert. Boah, viel zu früh geklickt. Na, egal. So ein bisschen was einstecken müssen wir ja auch. Immerhin kämpfen wir hier gegen Batista und haben vorher schon gegen Mark Henry und Kofi Kingston gekämpft im selben Match. Also, Alter, was ist das für ein krasser Move. Also ein bisschen einstecken muss man hier auch mal können. Chris Jericho. Wer austeilt, der kann auch einstecken. So, stellen wir den mal hin. Und dann haben wir auch schon relativ bald wieder den Signature. Also sprich die Walls of Jericho. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Batista da kein Problem haben mit. Kein Problem mit haben wird. So. Und jetzt durch die Angriffsserie von Batista sind wir natürlich auch wieder ein bisschen weiter weg vom Signature. Also könnte durchaus noch ein bisschen dauern. Bis wir hier mal zum springenden Punkt kommen. Könnte noch ein bisschen dauern. So. Batista Bomb. Obwohl, Batista lässt sich ja noch fallen, wenn er sie macht. Oho, nein. Och, Quatsch. Ja. Wollte gerade schon sagen. Alter. Eigentlich wollte ich ihn hochheben. Was natürlich nicht mit B geht, sondern mit... Alter, aber wie übel... Ist das Blut? Nee, ne? Das ist einfach nur rot auf der Brust von Batista. Durch die Schläge. Aber schon krass, dass das so rot ist, ey. Nicht schlecht. So, steh auf. Dann hebe ich dich eben auf. Jawohl, kein Konter. Sehr gut. Aber dafür kommen jetzt die Walls of Jericho. Und diesmal ist der Gegner nicht in den Seilen. Diesmal nicht. Diesmal nicht. So, was macht Batista? Oh, what the fuck? Er gibt auf. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, er kommt raus. Naja, Batista gibt auf, meine Damen und Herren. Giving him some huge momentum heading into Elimination Chamber. Jericho can have the thrill of victory tonight, but it won't compare with the agony of defeat coming for him in Elimination Chamber. I notice he's not even making eye contact with you, Triple H. Will Elimination Chamber be Chris Jericho's last stand? So, damit hätten wir gewonnen. Und jetzt geht's auf zu Elimination Chamber. In St. Louis, Missouri. Wenn ich mich nicht irre. Batista in Zivil wurde freigeschaltet. Interessant, was man hier so alles freischaltet. Batista in Zivil, geiler Scheiß. So, dann gucken wir mal. Mal wieder was von Mr. McMahon. Und dann speichern wir noch eine Runde. So, und dann gehen wir natürlich auch noch rein ins Match gegen Triple H. Es geht um den WWE Championship. Ja, da vorne steht Randy Orton.
ein ehemaliger WWE Number One Contender. ECW Elimination Chamber, Kid and Hart gegen Crime Time und Henry MVP. Diva Match, SmackDown Elimination Chamber. Was ist das denn? Ach so, und dann die Raw Elimination Chamber. Ja, ich weiß, irgendwie gerade verwirrt hier. Oh, aber Elimination Chamber, die dauert ja super lang. Die dauert ja super lang und ich wollte jetzt eigentlich pennen gehen nach diesem Part. Das bedeutet... Ja, das bedeutet Folgendes, meine Damen und Herren. Es tut mir sehr leid, aber... Das war's erstmal wieder mit Let's Play SmackDown vs. Raw 2011. Der Part ist ein bisschen kürzer. Sorry dafür, nur 11 Minuten. Aber gut, man muss auch... Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Das war's also erstmal wieder mit Let's Play SmackDown vs. Raw. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Elimination Chamber Match. Das war's von mir. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.